gerade erst gekommen und die Kinder haben schon einen Blumenschmuck gemacht. Also es ist wirklich für alt und jung was geboten, es ist herrlich. Heute das große Sommerfest hier im Botanischen Garten. Das steht unter einem besonderen Themenschwerpunkt, der Sortenvielfalt. Und dazu eröffnen wir heute ja auch eine Ausstellung Sortenvielfalt, Schatzkammer der Kulturpflanzen. Unsere Ausstellung teilt sich grob in zwei große Gruppen. Das eine sind die Zierpflanzen, also alles, was der Mensch züchterisch bearbeitet hat, damit es den ganzen Sommer über blüht. Und das zweite, für uns natürlich viel wichtiger von der Ernährung, von der wirtschaftlichen Bedeutung, sind die landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. Kartoffel, Getreide, Gemüse, die wir auch hier zeigen in den Beeten. Und für beide Bereiche gelten unterschiedliche rechtliche Bedingungen. In beiden Bereichen gibt es viel Sortenvielfalt und unterschiedliche Probleme bei der Erhaltung dieser besonderen Vielfalt. Neben der Ausstellung und den vielfältigen sonstigen Angeboten des Sommerfestes gibt es zum ersten Mal einen Sortenmarkt. Wir haben zahlreiche Anbieter und Partner eingeladen, die sich konkret mit der Züchtung, mit der Erhaltung von regionalen, von alten Sorten oder von Besonderheiten beschäftigen. Die informieren über Sortenvielfalt, über Saatgutgewinnung. Wir sind gerade am Anlegen von einem neuen Garten und da passt das wunderbar. Ja, das Highlight hoffen wir darauf, dass es das Erblühen der großen Agave ist, die im Januar mit der Bildung eines Blütenstands begonnen hat. Und wir warten jetzt seit Tagen oder seit gut einer Woche darauf, dass sie jetzt tatsächlich ihre Blüten öffnet. Vielleicht klappt es heute, wir können mal nachschauen. Ja, ich glaube, man kann sie jetzt gerade so im Hintergrund erkennen. Die Agave ragt aus dem Dach des Gewächshauses heraus. Sieht ganz witzig aus, auch eine Besonderheit. Wir mussten extra ein Loch in die Decke schneiden. Das haben wir an Ostern gemacht. Seitdem ragt sie da schon raus. Insgesamt hat die Entwicklung im Januar begonnen. Und seit ein paar Tagen haben wir jetzt den Eindruck, sie könnte jeden Moment aufblühen. Mindestens 17 Jahre steht sie hier schon im Gewächshaus. Wahrscheinlich noch mal 10 oder 20 Jahre älter als Topfpflanze. Die Besonderheit ist, dass diese Pflanzen nur einmal blühen in ihrem Leben. Also nach diesem großen Schauspiel wird sie absterben. Ja, wir werden heute alle Register ziehen, um die Agave hier zu motivieren. Wir haben drei mexikanische Mariachi-Musiker bestellt und ich hoffe, spätestens beim Klang der mexikanischen Gitarre werden sich die Knospen der Agave dann öffnen.